Genau, und dann kommen wir auch zum Projekt hier in Bordeaux. Es hat den Titel Am Hafen von Bordeaux, beziehungsweise Au Port de Bordeaux. Also es hat einen französischen und einen deutschen Titel. Normalerweise mache ich das nicht, dass ich mir Projekte für Stipendien ausdenke. Normalerweise habe ich feste Projekte, die ich mit Hilfe von Stipendien weiterführe. Ich habe gewusst, wenn ich nur 2 Monate, also als ich die Ausschreibung gesehen habe, wenn ich nur 2 Monate in Bordeaux bin, dass ich etwas machen möchte, was mit der Stadt zu tun hat. Genau, und da ich in Hamburg gewohnt habe und irgendwie sehr hafenaffin bin, war irgendwie klar, dass ich was mit dem Hafen machen möchte. Und über meine Recherche über den Hafen bin ich dann auf die Geschichte, also über eine Arte-Doku, über die Geschichte von Henri Salmitte bzw. Heinz Stahlschmidt gestoßen. Peut-être juste préciser que vous n'étiez jamais venu à Bordeaux Vielleicht sagen, avant dass du cette nie in résidence. Bordeaux gewesen warst vor dieser Residenz, also Donc, vor diesem j'ai fait des Residenz recherches Aufenthalt. préalables, mais on est dans l'imagination, avant que vous arriviez. Also bevor du überhaupt gekommen bist. Genau, also es ist mein erstes Mal in Bordeaux und das, was ich mir ausgedacht habe, war auch mehr so eine Themenfindung. Das war eben auch die Dokumentation von Arte, wo übrigens auch Dominique Cormier drin Teil davon ist. Genau, und das waren dann die ersten Zeichnungen, die ich gemacht habe von ihm als Person und seiner Freundin bzw. späteren Frau Henriette. Meine erste Recherche, also ich habe dann eben angefangen, viel über ihn zu lesen, auch aus verschiedenen Quellen. Und ich hatte erst die Idee, eine klassische Graphic Novel zu machen. Das Problem, ich hatte irgendwann das Gefühl, also ich hatte hauptsächlich eben Privataufnahmen von ihm, die quasi seine Frau eigentlich freigegeben hat. Beide sind inzwischen gestorben, die haben keine Kinder. Und für mich war es irgendwie, hatte ich das Gefühl, dass ich da in etwas Privates gehe, wofür ich eigentlich mit ihm in Kontakt stehen muss. Also ich habe gemerkt, dass es mir sehr, sehr schwer gefallen ist, ihn als Figur abzubilden. Ja, und ich habe dann erstmal den Gedanken verworfen, ihn als Comicfigur zu zeichnen und habe dann erstmal angefangen, die Stadt zu erkunden, ohne genau zu wissen, was ich eigentlich suche. Genau, dabei ist mir auch, ich habe dabei auch Stolpersteine entdeckt. Ich wusste auch gar nicht, dass es die in Bordeaux gibt. Das war eben auch bei dem U-Boot-Bunker. Also ich bin da, wir sind, ich bin da eben, ich laufe auch gerne zu Fuß rum und hab mich da so ein bisschen herumgetrieben und so ganz unprofessionelle Laienfotos gemacht. Ich war dann auch in seiner Straße, also in der Straße, die nach ihm benannt ist. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass der deutsche Name falsch geschrieben ist. Genau, das ist die Okay. Straße, die ist auch sehr, die ist sehr Ja. dezent. Dann war ich auch an seinem Grab. Genau. Genau, das ist ein protestantischer Friedhof. Und genau, also dort sind eben er und seine Frau Henriette begraben. Mir ist auch irgendwie, weil ich auch so oft an diesem Fluss entlang gelaufen ist, war es für mich auch sehr faszinierend, dass der Fluss sich sehr stark verändert. Also die Strömung verändert sich. Auch mir ist irgendwann aufgefallen, dass dieses Schiff da rausguckt. Ich weiß auch nicht, was das für ein Schiff ist, in welchem Kontext das da irgendwie verschütt gegangen ist. Aber irgendwie hat mich diese Veränderung des Flusses sehr fasziniert oder sehr beeindruckt. Genau, das war eben auch bei so niedrigem Wasser, dass dann plötzlich wie so fast andere Landschaften da hervorgekommen sind. Dann hat mich, also ich war sehr oft auf dem Markt in der Nähe von der Stipendiatinnenwohnung. Und das hat mich irgendwie auch fasziniert, diese Marktstände. Und ich fand auch so, ja, das ist auch eine interessante Metapher für auch etwas, was unter einer Wasseroberfläche verborgen ist. Genau, da vielleicht auch kleine lustige Anekdote. Also ich habe diese Tiere halt fotografiert und ich dachte, ich mache das total unauffällig und war dabei total auffällig. Und der Verkäufer hat dann die ganze Zeit gesagt, ich soll ihn fotografieren. Dann war ich sehr, sehr oft an der Pont de Pierre. Also das war, fand ich, auch für mich ein Platz,
wo ich auch diese Strömung irgendwie sehr stark immer sehen konnte. Die Brücke fand ich auch interessant, weil die auch wie so zu Pont-de-Pierre so ein Gegenstück bildet. Also für mich hatten die fast so ein bisschen was wie so Zukunft und Vergangenheit oder Gegenwart und Vergangenheit. Genau, das ist auch ein Foto. Dann auch die unterschiedlichen Oberflächen des Wassers. Dann hatte ich eben verschiedene historische Bilder gesammelt, zum Beispiel hier der Place de Souche. Das ist eben ein U-Boot, glaube ich, was eben die Deutschen nach ihrem Abzug dann versenkt haben. Aber je regarde ça avec beaucoup d'intérêt et de passion. Le navire qu'on a vu tout à l'heure, qui était échoué sur le, dans le fleuve, c'était des navires qui ont été sabordés par les Allemands et qui réapparaissent justement du fait des fluctuations du fleuve. Oui, et die haben eben alles versenkt, damit eben dieser Fluss nicht mehr befahrbar wäre. Weil es gab ja ganz viele Wracks, aber manche haben sie dann wieder weggeräumt, oder? Voilà, notamment Einstein Schmidt avait participé en tant que scaphandrier à, justement au découpage des épaves. Il était Steve Taucher dabei und hat dann mit dem Schneidbrenner diese Wracks zerlegt. Ah. Parce qu'il a travaillé comme sapeur-pompier au port autonome de Bordeaux. Après la guerre. Oui. Nach dem Krieg dann als Feuerwehrmann im Hafen gearbeitet. Und in dem Rahmen hat er dann. Il y avait environ 200 navires qui avaient été sabordés dans le port de Bordeaux. 200 Schiffe waren ja im Prinzip versenkt worden im Hafen von Bordeaux, um nicht mehr zugänglich zu machen. Ah, das ist interessant, ich wusste nicht, dass 200 waren. Enfin, environ. Genau, dann habe ich hier ein Modell von einem U-Boot gefunden, das fand ich auch ganz cool im Museum. Genau, das sind die Bassins von innen, fand ich auch ein sehr, sehr spannender Ort. Genau, also. Dort habe ich eben auch so verschiedene historische Bilder von Bordeaux gefunden, die ich für meine Zeichnungen verwenden konnte. Und hier zum Beispiel auch ein U-Boot. Genau, ein die Pont de Pierre. Genau, nach kurzer Zeit nach der Sprengung. Ist auch nach der Sprengung gewesen. Genau, und also das war so ein bisschen die Bildwelt, wie ich sie entwickelt habe. Und den Text habe ich entwickelt, indem ich mich unter anderem auch mit Dominique Lomier getroffen habe. Und sein Buch mir, ich habe das mit so einem Handy-Übersetzer übersetzen lassen. Dann habe ich eben auch Jutta Wechstein getroffen und mich mit ihr darüber ausgetauscht. Und mir eben versucht, also möglichst viele Artikel und Quellen zusammenzutragen. Mais peut-être que vous pourriez dire en quelques mots quelle est l'histoire d'Henri Salmid à Einstein Schmidt et son fait d'armes à Bordeaux, puisque je crois qu'on ne l'a pas dit et qu'il y a peut-être quelques personnes qui l'ignorent encore. Also wenn das in Ordnung ist, dann würde ich fragen, ob das Dominique Lomier machen würde, weil ich merke, dass ich eher die Künstlerin bin als die Historikerin. Alors concernant l'histoire de Einstein Schmidt, c'est un sous-officier de la crise marine qui est arrivé à Bordeaux en 1941 et qui a été chargé très rapidement de s'occuper de tout ce qui est relevé des munitions autour du port de Bordeaux. Il avait connu quelques mésaventures durant la guerre en Norvège en 1940, où il a été plusieurs fois blessé. Donc il est arrivé convalescent à Bordeaux. Il était là justement pour en partie se reposer. Finalement, il est resté en poste à Bordeaux. Et il avait noué très vite des contacts avec la population bordelaise. Et il avait une certaine amitié pour justement la population française. Par la suite, il est parti dans différents endroits, puis il est revenu assez très rapidement à Bordeaux. Et on va se situer dans l'affaire elle-même, qui s'est déroulée au mois d'août 1944, c'est-à-dire qu'il était chargé de faire sauter tous les quais du port de Bordeaux au moment du départ des Allemands. Il faut savoir qu'il était également tombé amoureux d'une Française, Henriette, que l'on a vue dans les dessins. Donc il avait une attache sentimentale également avec Bordeaux, du fait qu'il était tombé amoureux de cette jeune fille qu'il avait rencontrée à la Roque de Thau.
Par la suite, donc fin août 1944, la situation est devenue difficile pour les Allemands du fait qu'il y a les nombreux maquis du sud-ouest de la résistance qui envisagent d'encercler Bordeaux. Et le commandement allemand veut absolument quitter Bordeaux au plus vite, puisque suite au débarquement des Alliés en Normandie et celui des troupes franco-américaines en Provence, les troupes allemandes du sud-ouest risquent de se retrouver encerclées. Donc, elles doivent quitter Bordeaux au plus vite fin août 1944. Et c'est à ce moment-là que Einstein Schmidt reçoit l'ordre de son commandement de faire sauter les installations portuaires de Bordeaux, avec le risque de causer la mort d'environ entre 3 000 et 5 000 Bordelais qui n'ont pu être évacués à temps autour des dizaines de kilomètres de quai. Et risquant également d'endommager très fortement tout, je dirais, l'aspect artistique de la ville, avec de magnifiques bâtisses de façades qui datent pour certaines du XVIIe ou XVIIIe siècle. Alors à ce moment-là, il y a vraiment, je dirais, le principe d'humanité qui rentre en conscience, en son âme, et véritablement, il décide de passer à l'acte après avoir noué des contacts avec la résistance. Alors la résistance n'est pas en mesure de pouvoir mener cette opération, et du fait que le port de Bordeaux est étroitement surveillé par les troupes allemandes, et il doit finalement agir seul, c'est-à-dire il sait où se trouvent les explosifs qui sont entreposés dans le blocus de la rue Raz, dont on a vu sur les images les effets de la destruction. Et c'est finalement fin août 1944 qu'il passe à l'acte. L'explosion a lieu exactement à 20h15. Puis il est pris en charge ensuite par la résistance qui avait fait la promesse de le cacher après son passage à l'acte. Donc ça a eu un effet, je dirais, psychologique extrêmement important sur le commandement allemand, parce que les Allemands étaient persuadés dans un premier temps que c'était la résistance qui avait mené cette opération extrêmement audacieuse, alors que c'était un Allemand qui, par principe d'humanité, avait décidé d'agir et de sauver la vie de nombreux Bordelais par cette action héroïque. Par la suite, il a connu un destin extrêmement, je dirais, compliqué, parce qu'il n'a pas été reconnu tout de suite pour l'acte héroïque qu'il avait mené. C'est finalement Christian Seguin, journaliste de Sud-Ouest, qui a publié dans les années fin 80 ou début 90, si j'ai bonne mémoire, un article retentissant dans Sud-Ouest Dimanche, qui a vraiment attiré l'attention de l'action qu'il avait menée. Entre-temps, il était resté à Bordeaux, où il avait rejoint les sapeurs-pompiers du port autonome de Bordeaux, et s'est marié avec la fameuse Henriette, que l'on a vue précédemment dans les dessins. Malheureusement, ils n'ont pas pu avoir d'enfants et il s'est installé rue Mandron à Bordeaux, pas très loin du jardin public. Donc, il est venu me voir plusieurs fois parce que j'avais écrit des livres sur la résistance dans le sud-ouest, étant un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, et j'avais mis en avant justement l'action qu'il avait entreprise, ainsi qu'à travers l'article écrit, enfin le dossier écrit par Christian Seguin, journaliste à Sud-Ouest. Et également l'action qui a été menée aussi par l'écrivain Michel Suffren, grand spécialiste de François Mauriac, et qui avait été profondément touché par l'humanité qui se dégageait de cet Allemand qui est devenu français par la suite, qui a pris le nom d'Henri Salmide. Et donc nous avons été en quelque sorte les trois mousquetaires à mener cette action en faveur d'Henri Salmide pour sa reconnaissance nationale, qui a été menée également aussi par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, par l'entremise de Claude-Adrien Tisné. Et c'était, je dirais, un très bel hommage, parce qu'il faut savoir que Claude-Adrien Tisné avait été un grand résistant en France. Il avait rejoint ensuite l'armée du général de Lattes de Tassigny. Donc c'était un combattant de l'armée Rhin et Danube. Et il a été lui-même touché par l'action entreprise par cet Allemand, bien des années après, et c'est lui qui a participé à la remise de sa Légion d'honneur, qui a été remise, si j'ai bonne mémoire, à la préfecture de Bordeaux, en présence de personnalités allemandes et françaises. Et c'était véritablement, je dirais, le symbole de la réconciliation franco-allemande à Bordeaux, par la figure justement d'Henri Salmide, qui était donc c'est sous-officier de la Kriegsmarine, qui s'est marié avec une Bordelaise et qui a mené cette action héroïque. Il est malheureusement décédé il y a quelques années. Il est enterré, comme on l'a vu, au cimetière protestant.
Et je suis ravi de savoir que Greta Van Richthofen va faire une magnifique bande dessinée à travers ce personnage. Et je ne suis pas étonné du fait de son immense talent qu'elle ait été touchée par cette histoire, parce que, comme je l'ai dit auparavant, j'ai été vraiment touché par l'humanité qui se dégage de ses dessins, qui sont d'une grande qualité artistique. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Auch vielen Dank für die tolle Zusammenfassung. Das hätte ich so jetzt nicht gekonnt. Genau, also ich habe eben verschiedene Quellen zusammengetragen, also mit Hilfe von unter anderem Dominique Lomier. Und genau, ich habe dann eben, also ich arbeite sehr mit meinen Notizen, also mit so, so Mindmaps, wie man sieht. Zum Beispiel sieht man da auch so eine kleine Mini-Spannungskurve, einen Mini-Aufbau. Genau, das ist eben das Buch, wo auch das Kapitel über Heinz Stasch mit Henri Swamit drin steht. Genau, das sind auch nochmal so quasi so auch wie ein Zeitstrang, also was wann passiert. Obwohl ich dazu sagen muss, dass ich quasi sehr, sehr viel Information zusammengesammelt habe, aber wirklich nur so einen Bruchteil davon verwende. Genau, das ist dann, also ich habe dann wirklich so einen Plan, den ich abarbeite. Genau, das sind eben nochmal so Nachkorrekturen links. Genau, da habe ich probiert, wie die Zeichnungen aneinandergefügt aussehen. So sehen dann, also das ist eine der fertigen Zeichnungen. Wie man sieht, das sind Elemente der Fotos, aber es ist so kollagiert und verfremdet. Also mir geht es nicht um eine naturalistische Darstellung, sondern um eine künstlerische Interpretation. Da ist auch Hafen, das eben dann nach dem Bild der Explosion, also aber auch wieder interpretiert. Der Zaun eben, der dann verbogen war danach. Eine der versenkten Schiffe, das Grab. Und ich habe dann quasi die Blumen genommen und größer gemacht. Also das ist auch diese Künstlerin, also die Blumen gibt es wirklich, aber die sind verfremdet. Ich habe dann dazu mich entschlossen, dass der Text deutsch und französisch sein muss. Und ich habe insgesamt, also mir ist die Form des Buches falsch erschienen. Deswegen habe ich eine Internetseite bauen lassen. Und die Internetseite, also es sind insgesamt 60 Seiten am Schluss geworden, die ich hier gezeichnet habe. Genau, die Internetseite heißt eben Am Hafen von Bordeaux oder Au Port de Bordeaux. Genau, und dort kann man eben diese Geschichte dann lesen, also heute schon auch. Und ich würde gern den Anfang noch vorlesen. Manche Geschichten sind so schwer und so tief, dass ich sie nicht ergründen kann. Aber das große Ganze besteht aus winzigen Teilen, einer Aneinanderreihung von Augenblicken, die aufsteigen und, wenn ich sorgsam genug bin, nicht wieder verschwinden. So zerbrechlich ein kleiner Moment erscheint, so stark werden Fragmente, wenn sie geborgen und ineinander gefügt werden. Vielleicht kann ich diese Geschichte, die weit zurückliegt, sich selbst erzählen lassen. Vielleicht darf ich sie einfach nur beobachten und Fragen stellen, die Erinnerungen an die Oberfläche kommen lassen, mit all ihren Widersprüchen und Leerstellen. Einen Raum schaffen für etwas, dessen Ausgang ich nicht weiß, Seite für Seite. Am Hafen von Bordeaux. Genau, und ich lade euch herzlich dazu ein, eben später auf die Seite zu gucken. Und die, also es gibt quasi eine französische und eine deutsche Adresse, und man kommt auf dieselbe Seite. Genau, und das war's. Merci beaucoup, Greta. Je crois que, sauf s'il n'y a plus de questions, vraiment,
Merci et bravo pour ce travail sensible, profond et réalisé dans un temps absolument record. Voilà, et je voulais dire que, juste à titre personnel, moi ce qui me touche, c'est que ce n'est pas à proprement parler une BD historique, c'est pas seulement un voyage à Bordeaux, c'est quelque chose qui a à la jonction et éminemment personnel et qui malgré tout nous touche en parlant à la fois de l'histoire et du présent. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle réalisation. Merci à vous. Bonne soirée.